bin Carsten im Harz. Heute beginnen wir mal den Tag direkt an einer Stempelstelle. Und zwar ist das hier die Stempelstelle Kaffeehorst. Von hier aus wird es dann gleich auf den Wurmberg hochgehen. Das ist der höchste Punkt Niedersachsens. Wenn ihr wollt, kommt gerne mit. Also Stempelstelle 18 Kaffeehorst. Gucken wir mal, ob der Stempel da ist. Jawohl. Ja, da ich ja nun mal auch bekannt dafür bin, um nicht immer den einfachsten Weg zu gehen. Von da bin ich gekommen, das war ganz moderat. Aber dann muss ich gleich da hinten hoch. Schauen wir mal. So Freunde, nachdem ich jetzt den direkten steilen Aufstieg vom Kaffeehorst hoch bin, stehe ich jetzt am Leupenhaus. Ist so von hier aus nochmal 800 Meter bis zum Gipfel. Schauen wir mal. Wir sehen uns oben. So, jetzt hat man hier die Wahl. Entweder über den Serpentinenweg zum Gipfel zu gehen oder über die Treppe. So, ich habe mich entschieden, den Serpentinenweg hochzugehen. Und da wir ja wissen, dass der Wurmberg der höchste Berg Niedersachsens ist, beweist er uns das, indem er hier noch ein bisschen Schnee aufbewahrt hat. Jetzt sind wir hier ungefähr auf der halben Höhe der ehemaligen Wurmberg-Sprungschanze. Und von hier aus hat man auch einen guten Blick Richtung Brocken. Ich würde sagen, wir sehen uns oben. Der Vollständigkeit halber, Stempelstelle 156, Wurmberg-Baule, Stempel ist da in Heide. Und runter geht es dann jetzt diesmal die Treppe. Und nur mal so nebenbei, der ganze Wurmberg ist voll mit Huflattich. Ja, und da unten auf dem Parkplatz steht mein Auto. Heute habe ich nur eine kurze Tour gemacht. Ich möchte jetzt gleich noch runterfahren nach Braunlage. Da war ich noch nie. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ihr schaut beim nächsten Mal wieder da rein. Und sage erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal.